Es geht in den Kochstar-Schlussbogen und Cindy Lobel ist vorn. Cindy Lobel, Petit Coeur versucht es noch einmal, aber Cindy Lobel hat 4-5 Längen Vorsprung und das als Außenseiterin über 200-10 auf Sieg am Toto. Fehler des zweitplatzierten Petit Coeur und damit ist eine Triumphfahrt für Cindy Lobel. Da kann sich Thomas Welse... 8 rot, 8. Die 8 ist disqualifiziert rot, überlegen, da ist kein... 10 rot, 10. Er grüßt ins Publikum, Thomas Welsig mit Cindy Lobel, haushoch überlegen. Wer wird Zweiter? Bassoy, zieh. Und auf dem dritten Platz ein nicht disqualifiziertes Pferd muss man finden und das wird schwer. Das wird schwer, denn die waren alle disrot, aber die 3, doch die 3 auch, die 5 auch. Also da müsst ihr mir jetzt helfen. Ich habe kein nicht disqualifiziertes Pferd mehr gesehen. Ja, und dann ist es natürlich schön. Man fährt vorne weg und ein Gegner nach dem anderen fährt Galopp. Und man ist sowas von überlegen. Man grüßt ins Publikum, man grinst sich ein und er kriegt das Lachen auch nicht aus dem Gesicht. 1 bis 6 aus der ersten Reihe, die Pferde 8, 9 und 10 aus der zweiten Startreihe. Teilnehmer sind am Wagen. Noch 50 Meter bis zur Startmarke. Und Start zum vierten Rennen. Preis der Westfälische Nachrichten und Emali Di Quattro und Manfred Walter haben den schnellsten Antritt. Übernehmen die Führung vor Bayern, Cindy Lobel und dahinter Flambo Bosshufe. Es geht in den ersten Bogen. Fehler von Emali Di Quattro in Front. Die 4 ist rot, zu weit Galopp, die 4 disqualifiziert rot. Jetzt hat Cindy Lobel das Kommando mit Thomas Welsing, führen das Feld hier die Gerade herunter, dahinter geht Flambo Bosshufe. Cindy Lobel, Flambo Bosshufe, beziehungsweise ist in zweiter Position Petit Coeur, dann Flambo Bosshufe, außen versucht sich Bassoy Zee. Gefolgt von Fehler von Foppet Wittel und am Schluss des Feldes geht Fergie Gabi. 6 rot, 6. Die 6 ist rot, zu weit Galopp, die 6 disqualifiziert rot. In der Überseite marschiert Cindy Lobel, im Moment kann nur Petit Coeur folgen, mit Abstand auf dem dritten Platz, dahinter dann Flambo Bosshufe, Bazoi Si ist auf dem vierten Platz. Gefolgt von El Nino. So geht es in den Kochstarbogen hinein. Cindy Lobel vorn. Cindy Lobel 3, 4, 5 Längen im Moment im Vorteil gegen Petit Coeur. Dahinter eine Galoppade von Flambo Bosshufe. Das Feld erneut. 3 rot, 3. Die 3 disrot, die 3 Bohème de Vrigny disrot, soweit Galopp. Herr Thomas Welsing schaut sich um. Auf Zielhöhe geht es in die Schlussrunde und einziger Ver... 5 rot, 5. Fabi Gabi ist rot. In der Schlussrunde letztmalig geht es durch den Sparkassenbogen. Cindy Lobel vor Petit Coeur. Cindy Lobel, Petit Coeur mit Abstand El Nino, dahinter Bassoy Si. Weit, weit auseinander gezogen das Feld im Preis der Westfälischen Nachrichten. Cindy Lobel mit 8, 9, 10 Längen vor Petit Coeur und ungefähr der gleiche Abstand zu El Nino, dann Bassoy Si. Die Abstände sind riesig. Es geht in den Kochstar-Schlussbogen. Und Cindy Lobel ist vorn. Cindy Lobel, Petit Coeur versucht es noch einmal, aber Cindy Lobel hat 4-5 Längen Vorsprung und das als Außenseiterin über 200-10 auf Sieg am Toto. Fehler des zweitplatzierten Petit Coeur und damit ist eine Triumphfahrt für Cindy Lobel. Da kann sich Thomas Welse... 8 rot, 8. Die 8 ist disqualifiziert rot, überlegen, da ist kein... 10 rot, 10. Er grüßt ins Publikum Thomas Welsig mit Cindy Lobel, haushoch überlegen. Wer wird Zweiter? Bassoy, zieh. Und auf dem dritten Platz ein nicht disqualifiziertes Pferd muss man finden und das wird schwer.